Deutschland gegen Polen. Los geht's. Kann man hier die Trikots. Ach komm, lass mal die Scheiße. Los jetzt. Die Nationalhymne des Kontrahenten. Werden sie ins Spiel gehen. So, los jetzt. Das Spiel läuft. Eine Frage habe ich noch an den Mann mit der großen Fußballerfahrung. Wer ist für dich der potenzielle Schlüsselspieler dieser Partie? Es gibt ja nicht wenige, die sagen, er ist vielleicht der beste Stürmer der Welt. Ob das wirklich so weit schon ist, das lassen wir dahingestellt. Aber Robert Lewandowski ist natürlich ein echter Schlüsselspieler. Ja, er ist auf jeden Fall der Hoffnungsträger seines Teams. Oh Gott. Und er ist immer noch am Ball. Boah. Rausgeschlagen. Anfangs hat das ja gar nicht so schlecht ausgesehen, aber mit der Runde noch Lady Blue kurz, bevor sie in den gefährlichen Bereich vordringen konnten. Oh fuck, ey. Jetzt ist Übersicht gefragt. Oh nein. Langer Ball in den freien Raum. Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Gott. Bislang ist noch nichts Aufregendes passiert. Geh doch mal da ran, verdammt noch mal. Lukas Piszczek. Schönes Ding. Michovia hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Der Ball kommt durch. Oh Scheiße. Der kontrollierte Ball macht aber derzeit gegen viel Boden. Lewandowski. Schlauer. Oh nein. Wasikowski. Schwacher Pass. Ein ordentlicher Versuch, absolut. Sie suchen nach Räumen. Ey, Randa. Oh, lol.
behindert war denn das, so ey. Eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Oh, ist der dumm, Alter. Pole liegt also mit einem Tor vorn. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Es sieht gut aus. Geht doch keiner ran, Alter. Einfach herrlich. Wieder mal richtig gut verteidigt. Versucht die Gasse zu finden. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davon zu kommen. Da stehen sie wirklich stabil. Guckt euch das an, Houdini persönlich. Damit ist die Gefahr fürs erste gebannt. Keines der beiden Teams schafft es derzeit, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Nee, sag mal. Können es von hier aus direkt probieren. Sie haben die Standardsituation. Sie haben die Möglichkeit, das Tor zu machen. Jetzt muss er zeigen, dass er ein Experte für genau diese Fälle ist. Schade, Alter. Sauber verteidigt. Jetzt vielleicht die Chance. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Jetzt ist was möglich. Mats Hummels. Ah, das kann ja nicht sein. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Müller. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Und diese Einladung konnten sie natürlich nicht ausschlagen. Da haben sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an. Der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Ach komm, ey. Und noch eins. Fick euch, ihr blöden Hurensohn. Kann gar nicht sein. Aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters, aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Leck mich an mein Fickarschloch, Alter. 3:0. Geh doch mal da ran, das kann doch nicht wahr sein. Sichoriak. Lewandowski durch die Abwehr. Da kann er sich lösen. Es geht keiner ran. Alles durch, zieht er ab. Sauber verteidigt. Wieder mal richtig gut verteidigt. Der Unparteiische bitte zur Pause. Mein Gott, ey. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Noch 45 Minuten, um das Ruder herumzureißen. Na, ihr steht nur rum, ey. Das ja, darf das nicht sein. Abgeblockt. Gut, dass er da noch dazwischen gegangen ist. Mario Götze.
mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Da stehen sie wirklich stabil. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Guter Ballvortrag. Was wohl als nächstes kommt. Ja, und vor damit. Gerade noch so geklärt. Fantastisch von Lewandowski. Ist das dumm. Ist das dumm. Dieses Spiel ist lange entschieden. Jetzt alles nur noch eine Frage der Höhe. Ein wunderbares Tor. Das hat er einfach grandios gemacht. Ein absolutes Weltklasse-Tor. Eiskalt verwandelt. Chesney, erst mit einem starken Reflex, doch letztendlich ist er machtlos. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. Also bestenfalls gibt es dafür ein Fleißkett. Was für ein Schuss, aber der Keeper hat das vorausgesehen. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Komm, schieß, Mann. Geh doch mal da rein. Fick dich, Alter. Konnte er nichts machen. Ein schwacher Stürmer, der schaltet in dieser Situation ab, aber ein klasse Mann, der ahnt das Ganze, der setzt nach und dafür wird er belohnt. Oh je, jetzt wird's richtig bitter. Mesut Özil. Schön, wer den Ball nach vorne treibt. Was hat er wohl als nächstes vor? Noch niemand, ey. Sicher, mit dem Pass nach vorne. Mario Götze, da ist die Chance. Naja, da ist die Chance. Der Punkt einfach hinten raus. Deutschland hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht. Hier ist Borsikowski. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Den hat er ganz genau geschnuppert. Mesut Özil. Mario Götze. Borsikowski hat sich recht gut durchgeschlagen, braucht aber jetzt Unterstützung. Furchtbar. Hier auf den Torerfolg drängen, überhaupt keine Frage. Und Schüsse aus der Distanz können ja vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Mario Götze. Ach Mann. Lukas Piszczek. Mesut Özil. Der ist schön durchgekommen. Er bringt ihn. Und er verzieht. Frei vor dem Tor, freier vor dem Tor, am allerfreiesten vor dem Tor, der macht das Ding nicht rein, das ist einfach nur schlecht. Borsikowski hat einfach einen ausgeprägten Torjäger. Oh, seid ihr behindert, Alter, nimmt euch ein Zimmer, ey. Borsikowski macht auf der rechten Seite richtig Dampf und setzt den Gegner unter Druck. Ein langer Ball über die Abwehr.
Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Und sie bekommen hier den Freistoß. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Mesut Özil. Starker Vorstoß auf der rechten Bahn, aber wo sind die Mitspieler? Erfahrung zahlt sich halt aus. Alles klar. Fantastisch von Lewandowski. Leck mich doch am Arsch. Der ist gefährlich. Ein ganz abgezockter Spieler. Der hat das Ganze hier antizipiert, hat den Abpraller geahnt und dann hat er das Ding reingemacht. Ey, alle sind da super. Ey, wieder ja nicht. Er ist heute der Schrecken der Abwehr. Sie finden gegen ihn kein Gegenmittel. Schon zum dritten Mal nicht. Jetzt gibt's einen richtig schönen Streifen hier. Da versucht er, die Abwehr zu überlüpfen. Da ist der lange Pass, aber der wird nicht ankommen. Ey, vergiss es, ey. Das war's, der Schiedsrichter pfeift ab. Man hat den Gegner spielen lassen, wie er wollte. Daran muss einfach wirklich gearbeitet werden. Ja, ja, bla, bla, bla. Geile Niederlage. Hat voll reingehauen, Alter. Oh mein Gott, ey. Naja. Sehen wir uns in der nächsten Runde. Also, hau rein.